Hey, mein Junge. Hey. Schnall dich an, mein Freund. Entschuldige, dass ich zu spät bin. Ich bin's ja gewöhnt. Hör zu, ich glaube, wir haben heute keine Zeit, uns einen Film anzusehen. Ist heute ein Kritiker bei euch? Ja, woher weißt du denn das? Mom hat's mir erzählt. Was hat sie gesagt? Sie hat gesagt, du wärst beunruhigt. Sie hat gesagt, ich wäre beunruhigt? Ja. Also, Mom kennt mich gar nicht so gut. Okay? Sie kennt dich in- und auswendig. Ein berüchtigter Restaurantkritiker steht ins Haus. Da muss sich der Chefkoch etwas Besonderes einfallen lassen. Soll der Wahnsinn, hä? Das ist Carne Asada, versuch's mal. Wow. Krasse Scheiße, der große Chefkoch kocht die ganze Nacht durch. Die Schnauze und koste erstmal am Mus-Dus, komm her. Okay. Silvia. Ist das gut? Ja. So etwas werden wir kochen. Heute kommt der wichtigste Restaurantkritiker der Stadt. Sie wollen auf einmal ein Künstler sein. Werden Sie ein Künstler in Ihrer Freizeit. Das ist mein Restaurant. In der Küche bestimme ich, das war unser Deal. Der Deal hat sich geändert. Entweder Sie kochen das oder Sie gehen. Soll das heißen, Sie feuern mich? Nein, ich sage Ihnen bloß, was ich gewillt bin zu tun. Wenn Sie nicht mein Menü kochen. Sie ist da. Die Kritik ganz ist voll. Da. Seine dramatische Gewichtszunahme lässt sich nur so erklären, dass er das ganze Essen aufisst, das in die Küche zurückgeschickt wird. Ist er da? Ich hoffe, das Arschloch ist noch da. Oh, Scheiße. Ich will nur eine Sache sagen. Nur eine einzige Sache. Gehen wir doch in die Küche, bitte, jetzt. Jetzt seien Sie doch mal eine Sekunde lang ruhig. Das. Ich warte schon lange darauf, mal mit diesem Mistkerl zu reden. Okay. Ich bin nicht widerlich. Ich brauche keine Hilfe. Mir ist egal, was Sie denken. Sie können mich nicht ärgern. Ich brauche Ihre Hilfe nicht. Schokoladenlaverkuchen ist nicht einfach nur ein zu kurz gebackener Schokoladenkuchen. So funktioniert das mit dem geschmolzenen Kernlicht. Man nimmt eine gefrorene, zylinderförmige Ganache, man platziert sie in die Auflaufform, damit das Äußere völlig gebacken wird und das Innere schmilzt. Okay, schon gut. Es ist verdammt nochmal geschmolzen. Es ist verdammt nochmal geschmolzen, Arschloch! Und Sie tun gar nichts. Was machen Sie schon? Sie sitzen hier und essen und kotzen diese Worte aus. Sie Arschloch! Sie können mich nicht ärgern! Okay. Damit können Sie mich nicht ärgern! Klar. Damit kann er mich nicht ärgern! Du bist der beste Chefkoch, mit dem ich je zusammengearbeitet okay. habe. Das meine ich ernst. Danke. Gern geschehen. Wir waren uns doch einig, dass wir das nicht tun. Ich weiß. Vielleicht sollte ich einfach nur etwas für dich kochen. Ach, okay. Scheiß drauf. Gehen wir. Eine gute Küche hat noch immer einen guten Film abgegeben. Meist zumindest. Und was Regisseur, Autor und Hauptdarsteller Jon Favreau hier für Scarlett Johansson kocht, ist eine leichte Speise ohne Folgen und Nebenwirkungen. Auch für die Zuschauer. It's time to straighten right out. Stop your running around, making trouble every day. Ich fand viele Übereinstimmungen zwischen der Filmwelt und der kulinarischen Welt, weil es bei beiden um einen kreativen Prozess geht, um Leute, die es mit Kreativität zu tun haben. Und ich beobachte einen Charakter mit all diesen Scherereien, die jemand hat, der eine eigene kreative Stimme haben möchte. Doch er muss andere Sorgen berücksichtigen und das ist etwas, das auch viel mit Film zu tun hat, sodass ich verstand, wie ich den Charakter erzählen sollte. Weißt du, was Mami denkt, was ich tun sollte? Was? Ich soll mir einen Imbisswagen zulegen. Ich mag Imbisswagen. Ja, ich mag auch Imbisswagen. Wer mag die denn nicht? Kannst du dir vorstellen, dass ich in so einem rumfahre? Ich bin Chefkoch. Du wirst nie glücklich werden, wenn du für jemand anderen kochst. Ein Imbisswagen ist eine Spitzenidee. Wir reden hier von einem weißen 88er Chevy One Man Imbisswagen. Das ist wie eine leere Leinwand für deine Träume. Ich lasse ihn für dich vorfahren. Danke. Bedank dich erst, wenn du ihn gesehen hast. Nimm den Eimer und mach ihn voll. Favreau hatte nach Großprojekten wie Iron Man Lust auf etwas Kleines, bei dem ihm keiner hineinreden konnte. Müll, Müll, Müll. Aufheben, aufheben, aufheben. Und er machte einen Film über einen Mann, der genau dieses Bedürfnis hat. So wird aus dem Gourmet-Chefkoch einer, der mit seinem Foodtruck durch die Lande fährt, um den Fastfood-Kunden mehr als nur Hamburger anzubieten. Dabei bleibt er sein eigener Herr und hat zudem wieder Zeit für den vernachlässigten Sohn. Jetzt trommeln mal ein paar Leute zusammen. Ja, Chef, alles klar, das werde ich. Alle mal herhören, rennt ruhig näher. Hier gibt's das beste kubanische Essen am gesamten Southwick. Los, kommt her, nicht so schüchtern. Wenn ihr was Authentischeres wollt, müsst ihr 150 Kilometer.
Moment in diese Richtung schwimmen. Hier, bitte. Vielen Dank für Ihre Geduld. Der braucht doch welche. Ich brauche 4 Cubanos. 4 Cubanos sofort. Hey, der hier ist noch nicht fertig. Da muss noch Butter drauf. Nimm Chili-Essig. Gut, das reicht. Bin gleich soweit. Eine Sekunde, danke. Ist das genug? Perfekt. Hier, bitte. Für sein leichtes Menü hatte Favreau die Unterstützung vieler befreundeter Schauspieler, die ihm geholfen haben, die Sache auch darstellerisch zu würzen. Apropos, dies ist kein Film für Veganer. Und sie sollten zudem nicht hungrig ins Kino gehen. Weißt du, dein Sohn ist jetzt dein Koch? Ich bin Chef de Partie. Der Chef de Partie. Seid vorsichtig. Ich bringe ihn wieder rechtzeitig zum Schulanfang nach Hause. Und du, geht's dir gut? Mir geht's fantastisch. Oh, du siehst so sexy mit deinem Kopftuch aus. Ich will deine große Platano spüren. Sieht so aus, als hättet ihr alle sehr viel Spaß. Warte mal, Sekunde. Dein Sohn kann alleine den Grill bedienen. Ich hatte auch ein Bier. Was hat er gesagt? Er sagt, dass er dich vermisst.